Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, der Sport in unserem Bundesland ist in unserem Bundesland fest verwurzelt. Allein 232.516 Mitglieder und damit in etwa 14,16% der Bevölkerung in Mecklenburg-Vorpommern sind im Landessportbund organisiert. Sie treiben Sport, engagieren sich ehrenamtlich in 1.895 Vereinen im Land. Deshalb ist der Sport eigentlich stets ein aktuelles politisches Thema. Und am Ende eines olympischen und paralympischen Jahres sowie eines Jahres von sportlichen Höhen und Tiefen in Mecklenburg-Vorpommern ist es ein Herzensanliegen, dieses wichtige politische und gesellschaftliche Bereich im Landtag zu thematisieren. Schauen wir zunächst einmal, wie die finanziellen Rahmenbedingungen für den Sport sind. Der Landtag hat im Juni mit dem Beschluss zum Doppelhaushalt wichtige Weichen gestellt. Der Landessportbund erhält insgesamt eine Förderung in Höhe von 8,7 Millionen Euro und fraktionsübergreifend wurden weitere 600.000 für den Sport zur Verfügung gestellt. Das Parlament hat damit ein sehr deutliches Zeichen, Signal für die Unterstützung des Spitzen- und Breitensports gestellt. Und dieser Beschluss war auch notwendig, um überhaupt die finanzielle Leistungsfähigkeit des Landessportbundes und des Sports im Lande im bisherigen Umfang zu erhalten. Meine Damen und Herren, auch wenn wir uns bei den Olympischen Sommerspielen einen gesamten Medaillensatz für die Athleten aus Mecklenburg-Vorpommern gewünscht hätten, sind wir stolz auf unseren Bronzemedaillengewinner, den Kanuten Martin Holstein aus Neubrandenburg. Medaillen sind eben nicht planbar, aber dabei zu sein, nominiert zu werden, am Wettbewerb unter den Besten teilzunehmen, ist ein einmaliges Erlebnis für die Spitzensportler. Und ich selbst war auch in London und ich muss selbst sagen, ich war das erste Mal dabei und es ist schon ergreifend, wenn man da selbst als Zuschauer nur teilnehmen darf. Einen größeren Stellenwert in unserer Gesellschaft braucht der Behindertensport. CDU und SPD haben sich deshalb bereits im Koalitionsvertrag darauf verständigt, dass diesem eine größere Bedeutung zukommen soll. Die tollen Leistungen der sehbehinderten Schweriner Zwillingsschwester Carmen Ramona Brusig, die bei den Paralympics jeweils Gold im Judo errangen, sowie die Bronzemedaille der Rostocker Leichtathletin Jana Schmidt, bestärken meine Fraktion in dieser Auffassung. Der Behindertensport braucht aber nicht nur die Unterstützung der Politik. Es ist ein gutes Zeichen, dass die zweite Pflegemesse, die heute in Rostock beginnt, den Schwerpunkt auf den Behindertensport legt. Erklärtes Ziel ist es, den Behinderten mögliche Ängste zu nehmen, gleichzeitig Berührungsängste zwischen Behinderten und Nichtbehinderten abzubauen. Dieser Ansatz ist lobens- und unterstützenswert. Und auch, meine Damen und Herren, der Senioren- und Reha-Sport wird von dem Hintergrund eines älter werdenden Gesellschaft an Bedeutung gewinnen. Und der Schweriner Verein Argus, also Aktiv-, Rehabilitations-, Gesundheits- und Seniorensport e.V., gehört mit über 2000 Mitgliedern beispielsweise zu den 5 größten Vereinen in Mecklenburg-Vorpommern. Und wenn wir den Vereinssport anschauen, gab es große Erfolge, aber auch leider bittere Momente. Die Volleyballerin des Schweriner SC gewann das Double aus Meisterschaft und Pokal. Sie haben heute Abend ihr erstes Heimspiel der Champions League und sind damit hervorragende Botschafterin unseres Landes auf europäischer Ebene. In der neuen Volleyballarena am Lambrechtsgrund werden im kommenden Jahr die Vorrundenspiele der Damen-Volleyball-EM ausgetragen. Die Arena ist Bestandteil des PPB-Projektes Lambrechtsgrund, das ebenso wie die Austragung der WM auch vom Land unterstützt wurde. Ein trauriges Kapitel ist der Abstieg des FC Hansa Rostock und die drohende Insolvenz haben im Frühjahr viele Menschen in unserem Land mobilisiert. Es wurden über 25.000 Unterschriften gesammelt und mehrere tausend Menschen demonstrierten für ihren Verein. Die Hansestadt Rostock, und das haben hier Verantwortung übernommen, sodass eine Insolvenz abgewendet werden konnte. Vor dem FC Hansa liegen aber nicht nur sportliche und finanzielle Herausforderungen. Vor allem mit den sogenannten Fans, denen es scheinbar nicht um den Sport, sondern um die Selbstdarstellung geht, muss ein Umgang gefunden werden. Schmähplakate bei Heimspielen gegen den Sportminister oder gegen den Vereinspräsidenten sind aus unserer Sicht völlig unangebracht.
Beide haben sich in der Vergangenheit, in den vergangenen Jahren mit sehr viel Herzblut für den Verein stark gemacht. Für die CDU steht fest, dass Pyrotechnik und Gewalt gegen andere Fans, Ordner oder Polizisten keine Kavaliersdelikte sind, sondern bestraft werden müssen. Wir dürfen es nicht zulassen, dass die für viele Menschen schönste Nebensache der Welt von ein paar Chaoten zerstört wird. Und es ist deshalb richtig, dass sich der Innenminister bei der IMK-Konferenz als Vorsitzender dieses Thema angenommen hat. Meine Damen und Herren, die große Unterstützung für die Profimannschaften aus dem Leistungssportbereich zeigt, dass wir in einem sportbegeisterten Land leben und man Mecklenburg-Vorpommern deshalb auch als Sportland bezeichnen kann. Neben dem Leistungssport braucht aber auch der Breitensport gute Rahmenbedingungen. Und vor allem bei der Sanierung von Sportstätten liegen noch große Herausforderungen vor uns. In den Bürgermeistergesprächen, die die Abgeordneten der CDU in der Sommerpause geführt haben, wurde diese Frage von einigen Bürgermeistern thematisiert. Und neben der Sportstättenförderung durch den LSB haben die Regierungsfraktionen mit dem Kofinanzierungsfonds der Landesregierung ein weiteres Förderinstrument an die Hand gegeben. Nur ein Beispiel: mit ca. 103.000 Euro fördert das Land beispielsweise die Sanierung der Sanitäranlagen der Turnhalle in Wesenberg. Und ich möchte jetzt die Aktuelle Stunde auch nutzen, um die Gemeinden in unserem Land zu ermuntern, weitere Projekte einzureichen. Insgesamt umfasst der Fonds 50 Millionen. Bisher wurden den Gemeinden 2,4 Millionen Landesmittel bewilligt. Meine Damen und Herren, der Sport ist, wie die Feuerwehr, wie das DRK oder der THW, auf ehrenamtliches Engagement angewiesen. Ohne die vielen Ehrenamtler würde der Sport heute nicht so gut dastehen. Viele Eltern fahren ihre Kinder zu Sportverhandlern durchs ganze Land und bringen sich zum Teil als Sponsoren ein. Und ihnen gilt unser ganz besonderer Dank. Die demografische Entwicklung stellt deshalb auch den Sport vor, ja, ich würde mal sagen, enorme Herausforderungen. Es gibt Vereine mit Wartelisten, aber gerade im ländlichen Raum schließen sich häufig in den Mannschaftssportarten immer öfter Vereine oder einzelne Abteilungen zusammen. Auch die Gewinnung von ehrenamtlichen Trainern ist heute wesentlich schwerer als noch vor ein paar Jahren. Hier ist aber auch der Sport gefragt, sich noch mehr zu öffnen und vor allem in die Schulen zuzugehen, natürlich in Zusammenarbeit und in Kooperation mit dem Kultusministerium. In den Schulen, dort können die Sportler von morgen gewonnen werden. Hier muss mit der Sichtung künftiger Spitzensportler begonnen werden. Die Kinder müssen frühzeitig an den Sport herangeführt werden und deshalb sind Initiativen wie die Programme Bewegte Kinder oder Gemeinsam Sport in Schule und Verein sinnvoll und müssen ausgebaut werden. Und gerade bei den letztgenannten Projekten können leider nicht alle Bedarfe aus finanziellen Gründen befriedigt werden. Die Nachfrage wäre wesentlich größer. Gleichzeitig gilt es, die Kooperation zwischen Schulen und Sportvereinen weiter auszubauen. Und hier muss vor allem eine enge Abstimmung mit den Ganztagsschulen erfolgen, um hier auch sportliche Aktivitäten anbieten zu können. Meine Damen und Herren, Sport ist Prävention in doppelter Hinsicht. Wer seine Freizeit mit sportlicher Betätigung verbringt, kommt selten auf die schiefe Bahn. Wer sich viel bewegt und gesund lebt, hat nichts mit Übergewicht und den daraus resultierenden Krankheiten zu tun. Deshalb ist es auch richtig, dass die Gesundheitspolitiker der CDU-CSU-Bundestagsfraktion die Debatte um mehr Sportunterricht an den Schulen wieder angestoßen haben. Und wir sollten diese Diskussion ernsthaft führen. Und auch ist es nicht akzeptabel, dass immer mehr Kinder schon bei den Einschulungsuntersuchungen übergewichtig sind. Außerdem müssen wir sicherstellen, dass der Sportunterricht auch von ausgebildeten Sportlehrern durchgeführt wird. Meine Damen und Herren, der Sport in Mecklenburg-Vorpommern ist aus meiner Sicht gut aufgestellt. Zur guten Aufstellung gehört der Landessportbund, die Stadt- und Kreissportbünde sowie der Olympiastützpunkt Mecklenburg-Vorpommern mit seinen Standorten in Neubrandenburg, Rostock und Schwerin. Allein allen dort haupt- und ehrenamtlich arbeiten, möchte ich an dieser Stelle den Dank und die Anerkennung der CDU-Fraktion aussprechen. Es hat sich aus unserer Sicht bewährt, dass sich der LSB um die Sportförderung kümmert. Hier sitzt die sportpolitische Kompetenz, die wir weiter nutzen sollten. Meine Damen und Herren, der Sport ist auch ein wichtiger Imageträger für unser Bundesland.
die Förderung des Leistungs- und Breitensport, die gegenseitig voneinander abhängig sind, gegenseitig voneinander profitieren, waren bisher stets gemeinsames Anliegen aller demokratischen Fraktionen. Ich komme zum Schluss. So war es im Landtag und so kenne ich das aus eigener Erfahrung auf der kommunalen Ebene. Ich würde es daher sehr begrüßen, wenn dieser sportpolitische Konsens auch in Zukunft bestehen bleibt. Der Sport steht vor großen Herausforderungen, die sich nur gemeinsam lösen lassen. Das haben wir in der Vergangenheit hier im Parlament bewiesen und dafür möchte ich mich bei Ihnen auch ganz herzlich bedanken. Der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern steht weiter geschlossen an der Seite der Sportlerinnen und Sportler in unserem Land. Dieses Signal soll heute von dieser Debatte ausgehen. Vielen Dank.